Wir werden jetzt den Weichenmotor montieren. Dazu, also bekommt die das Gleis, das Weichengleis extra. Ihr bekommt das extra. Das ist der Weichenmotor. Der geht händisch zum Stellen auch. Dazu beim Weichenmotor sind dann zwei ganz kleine Schrauben. Dafür, dass man sie daran anschrauft. Wir müssen jetzt es schaffen, also ich zeige euch, da ist ein kleiner steifer Draht drin, mit dem sozusagen wird die Weiche geschalten. Und diesen steifen Draht, der muss da durch. Das heißt, wir schauen zuerst von dieser Seite, dass eben den Teil drücken raus, dass dieser Teil da einhackt und dann okay, seht ihr, da haben wir ihn noch nicht erwischt, richtig. Das heißt, wir müssen das nochmal machen. So. Und jetzt seht ihr, wir haben diesen Draht erwischt. Das heißt, die Weiche schaltet. Jetzt, wenn wir das so haben, können wir diese beiden Schrauben herausnehmen. Das ist ein gerader Schraubenzieher. Für diese kleinen Schrauben braucht ihr einen kleinen Schraubenzieher. Also ich habe mir eine solche Box zugelegt, dass da auf der einen Seite eben Pinzette drinnen, ein Schraubenverlängerer, der sich biegt, der Schraubenzieher, der kleine. Man kann damit und viele kleine Bits und Schraubendreher. Man kann eben, das ist extra für Feinmechanik oder halt für feine Dinge wie Handys oder Uhren gedacht. Und es, wie ihr vielleicht jetzt sehen könnt, habe ich schon die Schraube drauf. Die ist magnetisch, da die Spitze von. Und jetzt schrauben wir. Also ich hoffe, dass das euch eine Hilfe ist. Ich habe jetzt auf YouTube noch nichts gefunden, wo das erklärt wird. Ich bin zuerst einmal ratlos gewesen. Zum Glück mit der Anleitung dann ist es gegangen, herauszufinden, wie das hinhaut. Besonders auch was den Anschluss dann betrifft. Gell? So, die zweite Schraube. Passt. Jetzt seht ihr, jetzt haltet das schon. Und wir sehen, es funktioniert. Und jetzt haben wir den Tipp, dass wir den Teil hier auf der Seite bei der Markierung, heißt es, eben abbrechen. Also sie sagen, dass man eben, jetzt haben wir auf der Seite einen Mitnehmer, den wir nicht brauchen. Da ist eine Sollbruchstelle, und ich hebe das mal hoch. Da ist eine Sollbruchstelle und da sollen wir es da abbrechen. Das werden wir jetzt machen. Passt. Schon das weg. Ja, schaut doch schöner aus, wenn man das nicht so sieht. Gut, das funktioniert jetzt. Bei dem Weichenantrieb seht ihr, habt ihr einen Kabelanschluss mit Rot, Grün und Schwarz. Und wenn ihr eben Rot, Grün und Schwarz, wenn ihr jetzt das auf digital umstellen wollt, also ich glaube so, wenn es mit einem normalen Decoder geht, dann steckt man den dort ein, bei diesen manuellen Decoder, also wo man drauf drückt und dann wird geschalten.
ich will ja das Ganze ja digital machen. Dazu bekommt man dann so ein Draht dazu, eben auch wieder rot, grün und schwarz in der Mitte. Ich werde da in der Mitte herausnehmen. Passt. Und jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie lang ihr von da bis zum, also von dem Stück bis zum digitalen Decoder braucht, den Switch Decoder. Wenn ihr das aber ausgefunden habt, dann schneidet eben die Länge ab, 10 Meter ist das Ganze lang. Und dann müsst ihr, da gibt es eben diese Stecker. Auf der einen Seite macht ihr eben so einen Stecker. Das heißt, da kommt eben jetzt die drei Drähte da rein. Das zeige ich euch dann noch. Und damit können wir mal das zusammen verbinden. Und auf der anderen Seite für den Switch Decoder gibt es dann diesen Stecker. Gut, wir brauchen da jetzt so ungefähr 1,5 cm, hat es geheißen. Mal schneiden wir das durch, also, falls ihr das nicht seht, die sind untereinander auch verbunden. Schneiden wir das jetzt einmal durch, passt. So, passt. Und da gibt es eben so ein Kabel. Enthülser. Bitte macht man das schnell. Gut. Aha, da will er nicht so recht. Passt. Da haben wir auch noch. Wir haben jetzt da die drei Kabel. Passt. Jetzt gehört gehören jetzt von dieser Seite hinein. Also der rote. Also man sieht vielleicht das nicht so, aber das sind drei kleine Löcher. Und wir werden das jetzt mal schauen, dass wir das so einigermaßen gerade haben. Und wir müssen jetzt eben jeweils eins der Drähte in eins dieser drei Löcher kriegen. Passt. Haben wir geschafft. Jetzt seht ihr vielleicht schön, dass jeweils einer dieser Drähte da wegschaut, und jetzt müsst ihr dieses Kabel, diesen Draht halt, das rumgeben, da ist wieder eine Kerbe, fest in diese Kerbe hineinpressen. Das macht ihr mit jedem dieser Drähte. So. Wenn ihr es habt, dann müsst ihr diesen Stecker, also diese Hülse eigentlich, drüber stecken. Und zwar da habt ihr ein Loch und da habt ihr etwas, was eben ein bisschen hoch steht. Weil wenn ihr das jetzt dann darüber gebt, dann klickt es ein und gleichzeitig passt das jetzt. Das heißt, wir müssen auch da schauen, dass der Draht, da ist nämlich auch eine Kerbe auf dieser Seite, dass der Draht schön in dieser Kerbe drin ist. Wir werden uns ein bisschen helfen mit diesem kleinen Schraubenzieher, indem wir das da so hineinpressen, stecken diese Hülse wieder drauf und dann probieren wir es wieder mit dem Einstecken.
Okay, ich glaube, dass das eher so gehört. So, passt. Jetzt haben wir hier die Steckverbindung. Und wie gesagt, wir müssen jetzt da auf der anderen Seite diesen grünen montieren. Der grüne kommt dann auf den Decoder, auf den Switch-Decoder, den ich jetzt schon montiert habe. Ja, da machen wir jetzt im Prinzip das gleiche wie auf der anderen Seite. So. Laut Angaben müssen wir jetzt da rechts den grünen rein. In der Mitte den schwarzen und links den roten. Jetzt werde ich gerade mal schauen, ob das noch mehr aufgeht da. Das noch weiter reingeht. Na, das heißt, wir haben die zu lang. Ja, noch. Sagt. Jetzt werden wir das nochmal kürzen. So. Und jetzt müsste es, passt von der Länge einmal. Gut. Hinein. So. Und jetzt brauchen wir das Ganze nochmal anschrauben. Nochmal fest, nochmal schon vorschrauben. Passt. Gut. Jetzt machen wir das nochmal fest. Passt. Gut, und jetzt haben wir sozusagen die Weiche, den Weichenantrieb mit dem Kabel verbunden, das zum Switch-Decoder geht, und wir könnten ihn dort schon einstecken.